Das andere demoorganische Gesetz ist dieses, nicht P oder nicht Q ist äquivalent zu nicht P und Q. Das beweisen wir einmal durch sogenannte Äquivalenzumformung. Nicht P oder nicht Q ist äquivalent zu nicht nicht, nicht P oder Q, nicht nicht Q. Und zwar aus dem Grunde, man muss diese Äquivalenzumformung jetzt immer beweisen mit Sätzen, die man schon bewiesen hat. Ja, nicht nicht P ist aber äquivalent mit P. Also kann ich dieses hier klammern und zwar Nichtzeichen davor schreiben. Das ist aber äquivalent, wie wir gerade durch die Wahrheitstafeln bewiesen haben, dazu, dass ich das nicht hier reinziehe, dann aber den Operator, den entsprechenden Disjunktionsoperator, in einen Konjunktionsoperator umwandeln muss. Das nicht ziehe ich hier rein an beide Aussagen und wandle den Operator um. Ja, und das ist aber wiederum äquivalent zu nicht P und nicht Q, weil nicht nicht P P ist, äquivalent zu P ist und nicht nicht Q äquivalent zu Q ist. Und damit habe ich diese Aussage bewiesen, denn nicht P oder nicht Q ist jetzt äquivalent zu nicht P und Q.